Oh. Hm, klingt lecker. Die müssen wir uns ansehen. Ja, ja, das machen wir. So, aber erstmal. Machen wir das hier. Und holen uns die Karte. Peach Post 6. Mario, ich weiß nun, warum Bowser die Farbe der Insel Prisma sammelt. Er will von der gesamten Welt die Macht der schwarzen Farbe unter Beweis stellen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wild sein Glück wird, wenn er davon spricht. Und manchmal spricht er für Stunden von nichts anderem. Ich weiß, dass Bowser über die Jahre eine Menge schlimme Dinge getan hat, doch diese schwarze Farbe hat ihn völlig verwandelt. Es ist so, als wäre er besessen. Ich befürchte wirklich, dass er etwas Schreckliches anrichten könnte. Mario, bitte komm schnell zu Bowsers Festung. Wenn es uns nicht gelingt, ihn bald aufzuhalten, befürchte ich das Schlimmste für uns alle. Ganz ruhig hier. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich muss jetzt nicht direkt zu Bowser. So, hier ist nichts mehr. Zack, zack. Hier gibt es einen Hintereingang. Nutzen wir doch erstmal den. Das sieht nach einem Hintereingang aus. Wir sollten vorne eingehen. Warum? Ich mache ja eh dann, wenn ich vorne reingehe, mache ich eh hinten auf. Dann kann ich auch gleich hinten reingehen. Naja. Die Ecke sieht bloß so komisch aus. So, hier ist ja auch nichts mehr. Na dann. Öffnen und abreiten. Gibt's hier noch irgendwas? Nicht wirklich. Das war köstlich. Dieses Restaurant ist normalerweise ausgebucht. Ich frage mich, warum es heute Abend so leer ist. So, wieder ein Rattatoad. Und was ist er hier? Hast du reserviert? Ich weiß, es sieht so aus, als hätten wir noch Platz, aber wir erwarten eine große Gruppe, die reserviert hat. Sie müssen jeden Moment ankommen. Ich habe gehört, dass ihr Zug beim Terrakotta-Tempel aufgehalten wurde. Da geht es zur Küche. Unser Koch vollbringt dort seine Magie. Okay, wir können hier nichts machen. Das war's dann wohl. Der wartet also auf Gäste. Und dafür brauchen wir den Zug. So, schauen wir doch mal. Was ist denn mit dem Zug? Der steht hier, oder? Ach nee, der steht hier. Mal gucken, ob wir den irgendwie in Bewegung setzen können. Wo ist der Zug hin? Ist mir gar nicht aufgefallen, dass der losgefahren ist. Na gut, wir haben auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Hier steht er also.
Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir hier überhaupt was machen können. Was willst du? Tut mir leid, aber ich bin etwas sauer wegen des Zustandes der Gleise. Ist es nicht furchtbar? Wer macht denn sowas? Wie kann man nur etwas gegen Züge haben? Ich habe einen ganzen Passagierwagen voller hungriger Toads, die hier schon viele zu lange warten müssen. Wenn ich herausfinde, wer meine Gleise zerstört hat, dann... Ah! Aber jemandem, der so etwas Schreckliches tut, ist sowieso nicht mehr zu helfen. Denkst du nicht auch, Mario? Hey, jetzt mal langsam. Ich meine, keine voreiligen Schlüsse bitte, in Ordnung? Vielleicht hatte derjenige, der das getan hat, ja einen wirklich guten Grund dafür. Zum Beispiel war er vielleicht einfach nur neugierig, was wohl passiert, wenn er mit einem Hammer gegen eine wackelige alte Säule schlägt. Wie dem auch sei, alles, was wir jetzt tun können, ist den Schaden zu reparieren. Die Unterstützung der blauen Retter-Toads ist dir gewiss. Du hast allerdings sicher schon bemerkt, dass die Retter-Toads etwas unorganisiert sind. Muss am Management liegen. Also, wenn du eines der 23 Mitglieder Retter-Toads im gelben Viertel von Port Prisma siehst, alle sollen sich hier versammeln. Oh ja, selbstverständlich. Wir halten die Augen offen. Ich hoffe, dass wir mit den Geiseln schnell regeln können. Gleisen schnell regeln können und immer Ruhe bewahren. So, heißt, wir brauchen jetzt alle Retter-Toads. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir schon alle haben. Wir werden es gleich rausfinden. Das können wir eben noch machen. So. Erstmal hier lang. Dann gehen wir noch ganz kurz in das Museum. Denn wir brauchen, oder wir können hier noch die Karten abgeben von den Snifts. Die haben wir nämlich bestimmt noch nicht alle abgegeben. So, zack. Das ist jetzt nicht die Welt. Und dauert ja auch gar nicht lange. Deswegen können wir das jetzt mal einfach schnell machen. So, und hier haben wir noch die Gegner. So, wir spenden sehr, sehr viele Karten. So, das war die Sache. Und jetzt schauen wir mal, ob wir alle Retter-Toads beisammen haben. Das wird nämlich noch so die nächste Frage sein. Werden wir jetzt gleich herausfinden. Achtung, blaue Retter-Toads, meldet euch bei eurem Anführer im Terrakotta-Tempel. Zu Befehl, schon unterwegs. So, nimmt er jetzt die Kiste mit. Er hat alle Mitglieder Terrakotta-Tempel, ja. So, dem Kleinen können wir leider noch nicht helfen. Da fehlt uns noch irgendwie irgendeine Karte oder so. Die ihn größer macht. Allerdings habe ich keine. Aber vielleicht zeigt er uns auch, wie wir uns kleiner machen können, damit wir in die Röhre kommen. Und zählt überall irgendwie bloß noch einen Fleck, aber naja. So ein, zwei Flecken, dann haben wir eigentlich überall 100%. Müssen wir irgendwann mal suchen. Abzählen! Ich
Alle 24 Mitglieder Blauen Retter-Toads sind anwesend und einsatzbereit. Also Toads, ihr wisst, was zu tun ist. Für diesen Moment habt ihr trainiert. Positionen einnehmen. So, die machen die Gleise ganz. Mission erfolgreich ausgeführt. Na, dann kann ja der Zug schon mal weiter. Oh. Ein Wump. Und ein gelber Farbstern. Wo kommt denn jetzt der Wump auf einmal her? Meine schöne Lokomotive. Keine Sorge, meine Kleine. Wir bringen dich ins Toad-Depot und dann wird alles wieder gut. Eine Durchsage an alle Passagiere. Ich möchte euch um einen klitzekleinen Gefallen bitten. Huch, da haben wir so lange darauf gewartet, dass die Gleise repariert werden. Und jetzt das? Wir werden alle nicht jünger. Tja, wir kommen hier wohl niemals weg, wenn wir nicht helfen. Gut, sind alle startbereit und los. So, da wird angeschoben. Ich habe keine Ahnung, was das mit der Kiste hier sein soll, aber okay. So, aber dann komme ich trotzdem nicht dahinter. Von hier aus führen die Gleise ins weite Wildnis, in die weite Wildnis. Na, dann holen wir uns einfach mal den Farbstern. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Oh, guck mal, hier wieder eine Schnick-Schnack-Schnuck-Münze. Das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt können wir eigentlich im Toad Depot nochmal nachgucken, was die Lok so macht. Die wollen die ja reparieren. So, was macht er jetzt hier draußen? Ich habe einen Zug gesehen. Also eigentlich wird er gerade repariert, aber es ist immer noch ein Zug. So, dann gehen wir da hier rein. Mal gucken, was wir jetzt damit anfangen können. Bin ich froh, dich zu sehen, Mario. Du wirst niemals raten, was passiert ist. Wir haben einen Auftrag erhalten, einen Auftrag. Eine Lokomotive muss repariert werden. Ich könnte mir ein kleines bisschen letztes Projekt vorstellen. Aber jetzt lassen diese Tunichtgute hier Dampf ab. Und so viel Dampf braucht nicht mal eine Dampflok. Höchste Eisenbahn, Mario. Hilf mir, diese Trittbrettfahrer loszuwerden. Mario, dieser Toad hat uns einfach so einen Farbstern gegeben. Das Mindeste, was wir tun können, ist ihm mit seinem Dampfproblem zu helfen. Alle Teile werden bereits repariert oder neu angefertigt. Jetzt musst du dich nur noch darum kümmern, dass alles wieder dorthin kommt, wo es hingehört. Das ist wirklich schwierig, wenn man gleichzeitig in Kämpfe verwickelt wird, aber schließlich bist du Mario. Wenn du wissen willst, wie es vorangeht, kannst du gerne jederzeit herkommen und mich fragen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Auf ihrer letzten Fahrt lässt uns die Lokomotive im Stich. Und wenn man sieht, was hier im Depot gerade los ist, dem einzigen Ort, an dem man sie reparieren könnte...